Nett, sympathisch, angenehm. Wer beruflich viel mit Menschen zu tun hat, freut sich natürlich, wenn man Leute trifft, über die man schon nach der ersten Begegnung so etwas sagen kann. Aber was genau löst bei uns denn, sogar relativ schnell, diese positiven Empfindungen aus? Mit unserer Trainerin Astrid Fiedler sprechen wir über das Thema Business-Knicke und damit über die Chance, schon beim Erstkontakt die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen. Frau Fiedler, was versteht man unter Business-Knicke und warum hat dieses Thema so eine Bedeutung? Also ich verstehe unter Business-Knicke zwei Bereiche, die mir wichtig sind. Das eine ist das Thema Umgangsformen. Da geht es um respektvollen, achtsamen und aufmerksamen Umgang mit einem selbst, aber auch mit dem Gegenüber. Das ist die Basis, auf der gute Beziehungen wachsen können. Und der zweite Bereich ist das Thema Etikette. Das sind Regeln, die uns helfen, gut miteinander umzugehen, Orientierungshilfen gewissermaßen. In unserem Business-Knicke geht es um vier Bereiche. Das eine ist das Thema Geschäftsoutfit, Smalltalk. Dabei geht es darum, entspannt in das Gespräch zu gehen, aber auch darum, Gespräche zu halten. Es geht um den souveränen Auftritt in gehobenen Restaurants und natürlich auch um die Geschäftskorrespondenz. Wer die Spielregeln kennt, der unterstützt damit seine fachliche Kompetenz und sein Auftreten. Eigentlich glaubt auch jeder, er kann sich richtig benehmen. Denn wenn es mal daneben geht, merken das ja meist nur die anderen. Wer Regeln bricht, sollte sie zumindest kennen. Lassen Sie uns doch die wesentlichsten Spielregeln des Business-Knicke anhand verschiedener Phasen, vom Kennenlernen bis zur Verabschiedung, einmal erörtern. Starten wir mit dem ersten Eindruck. Der erste Eindruck entsteht bekanntermaßen zu über 60% nach dem Aussehen und dem Auftreten. Das heißt, wir senden mit Mimik, Gestik, Körpersprache, aber auch mit unserer Kleidung Signale an unser Gegenüber, die ihm helfen, uns einzuschätzen. Das tun wir, indem wir die Regeln kennen, also die Rocklänge als Dame, wissen, welche Ausschnitttiefe richtig ist, als Herr, welche Krawattenlänge, welche Sakkoform für die Figur, aber auch, welche Hosen passen zu welchem Schuh. Also wenn wir da Bescheid wissen, unterstützen wir unsere verbale Kompetenz mit unserem Aussehen. Okay, der erste Eindruck steht. Nun kommt die Begrüßung. Ein freundliches Lächeln mit verbindlichem Händedruck. Kann ja eigentlich nicht zu schwer sein, Frau Fiedler, oder? Das stimmt. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Begrüßung zeigt aber auch, oder mit der Begrüßung zeigen wir auch, wer wir sind. Also wir senden ganz viele Signale. Und es gibt ganz einfache Regeln, die sehr hilfreich sind. Im Business gibt es immer die Regelhierarchie. Also wer in der Hierarchieleiter oben steht, der hat das Sagen, der entscheidet. Und in meinen Workshops weiß ich, dass da ganz viele Fragen auftauchen. Da steht der Ranghöhere am Ende des Raumes und die Vertretung steht vorne an der Tür. Wir betreten den Raum und wissen nicht, wo gehen wir jetzt hin? Zur Vertretung oder gehen wir zum Chef oder zur ranghöheren Person, die am Ende des Raumes steht? Hiermit situativ umgehen zu können, das beinhaltet Business-Knicke. In diesem Fall begrüßen wir natürlich erst die Vertretung, die uns am nächsten steht, und dann gehen wir zum Ende des Raumes, um die andere Person zu begrüßen. Insgesamt gilt, dass wir eine Wachheit entwickeln für die Situation, aber auch für das Gegenüber, denn möglicherweise beherrscht unser Gegenüber die Knicke-Regeln gar nicht, und auch damit müssen wir umgehen können und können wir auch umgehen nach einem Business-Workshop. Nach der Begrüßung kommt der Smalltalk. Ein gekonnter Smalltalk bricht das Eis, aber wenn man sein Gegenüber noch nicht kennt, worüber sollte man sprechen, um Fettnäpfchen zu vermeiden? Welche thematischen Türöffner gibt es denn? Also für den Start eignet sich immer die Situation, denn wir sind alle in derselben Situation, wenn wir uns begegnen. Die kann man nehmen. Und wenn gerade die Sonne so wunderschön scheint, kann man das Wetter als Thema wählen. Wenn dort eine wunderschöne Grünpflanze steht im Raum, kann man die als Thema wählen. Und wenn Sie merken, das Gegenüber ist interessiert an Grünpflanzen, ist das ein wunderbares Thema, über das man dann zur Gartenarbeit kommen kann. Und wenn Sie aber merken, Grünpflanzen sind so gar nicht das Thema, über die das Gegenüber reden möchte, dann kann man auch geschickt einen Themenwechsel vornehmen. Und einen Themenwechsel vorzunehmen, das ist zum Beispiel auch Inhalt eines Business-Knigge-Seminars. Und das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung, weg von dem Thema, vielleicht auch dorthin zu kommen, zu einem Thema, in das man möchte. Also über Fachliches zu reden, das ist ja dann auch irgendwann mal dran. Auch hier gilt aber wieder, wach zu sein für das Gegenüber, für die Situation. Wir brauchen diese Wachheit auch, um das Gespräch am Laufen zu halten und auch andere Personen mit ins Gespräch einbeziehen zu können.